Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich euch nicht nur milde Gaben mitgebracht. Nein, ihr habt sie mitbekommen. Ich glaube, ihr habt es schon gesehen. Nee, habt ihr es gesehen? Ich weiß es gar nicht. Ich war neulich in der Stadt und habe sehr, sehr, sehr viel Geld für verschiedene Videos ausgegeben. Unter anderem war ich bei Kiko. Und vielleicht kennt ihr Kiko. Ich bin mir sicher, ihr kennt Kiko. Aber irgendwie redet da niemand drüber. Und ich habe mich gefragt, okay, was ist da los? Ich habe meine Lupe, meinen Detektivhut und meinen Trenchcoat angezogen, bin in den Kiko-Store marschiert und habe ein bisschen investigativen Make-up-Journalismus betrieben, um herauszufinden, warum redet niemand über Kiko? Ist Kiko vielleicht einfach nur Trash oder ist Kiko einfach untergegangen? Und das werden wir heute herausfinden. Ich habe 160 Euro für Make-up-Produkte bei Kiko ausgegeben, um alles zu probieren. Standardsortiment, Limited Editions, neue Produkte, alte Favoriten und vor allen Dingen die Favoriten der Mitarbeiterin dort. Ihr habt es eventuell schon gesehen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob das Video schon online gegangen ist. Ich habe ihr gesagt, hier ist eine Tüte, pack alles ein, was du glaubst, was gut ist. Und das war eine ganz, 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 ganz tolle Mitarbeiterin. Ich weiß nicht, ob du es siehst, aber du hast die Mitarbeiterin des Monats verdient. Top Service, super freundlich. Sie hat sich eine Stunde Zeit genommen, um mit mir durch den Laden zu gehen, Farben rauszufinden, Texturen rauszufinden. Was will ich, was mag ich? Und ich so, egal, pack einfach rein. Ganz, 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 ganz toll. Vielen Dank dafür. Und wir werden heute einen Fullface Kiko schminken, denn ich kenne Kiko eigentlich schon immer. Es ist so ähnlich wie ein bisschen wie Flormar. Marke aus Italien, italienische Marke aus Mailand, die irgendwie schon immer da ist, aber irgendwie so ein bisschen den Zugriff verloren hat. Vielleicht täusche ich mich da. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob ihr Erfahrungen mit Kiko habt und was eure Meinung zu den Produkten ist. Wir starten als erstes mit dem Radiance Boost Primer. Ich blende euch die Preise ein. Es war alles wirklich, wirklich günstig. Ich glaube, das teuerste Produkt war die Foundation oder die Lidschattenpalette, wobei es ja bei Kiko auch wirklich immer Rabatte gibt. Und der Primer, meinte sie, ist wirklich ein guter Primer, den sie gerne benutzt. Farblich so leicht roséfarben. Riecht so ein bisschen nach Nivea-Creme, also kein besonderer Duft. Fühlt sich sehr weich an und sehr pflegend an. Und First Impression erstmal gut. Ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht gewesen, weil ich jahrelang nicht mehr bei Kiko war und auch die Produkte oder keinen Bezug zu den Produkten hatte, wie günstig die Produkte tatsächlich am Ende wirklich waren und wie hochwertig die Verpackung auch ist. Also sie hat mir erklärt, dass alles, was in dieser schwarzen Verpackung ist, immer im Standardsortiment ist und alles, was bunte Verpackungen und ein etwas aufwendigeres Design hat, Limited Editions hat. Aber Kiko hat mittlerweile Hautpflege, Pinsel, Make-up, die haben alles. Also du könntest in den Laden gehen und du bräuchtest nichts anderes. Und sie meinte, der Primer ist gut. Er fühlt sich ein bisschen an wie der Catrice Tensational Primer. Sieht auch so aus, riecht auch ähnlich und ist super schnell eingezogen. Er hinterlässt so ein leicht klebriges Finish, was ich sehr gerne mag. Und dann sind wir zu den Foundations gekommen und auch da gibt es eine Vielzahl an verschiedenen Foundations. Wir haben Tinted Moisturizer, wir haben Full Coverage Foundations, wir haben Puder Foundations gehabt. Also wirklich für jede und jeden, egal was sie mag. Und das hat mir so ein bisschen zu denken gegeben, dass ich gedacht habe, woran liegt es, dass Kiko nicht mehr so dabei ist? Bevor ich euch das erzähle, was ich mir dabei denke, testen wir die Insta Moisture Foundation aus. Die hat einen Lichtschutzfaktor von 25. Ich habe sie in zwei verschiedenen Farben mitgenommen. Einmal in der 1.5 und in der 5R. Ich swatch mal beide kurz im Gesicht. Ist übrigens ein Glasflakon, fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Oh, könnte passen. Ein bisschen dunkel, deswegen habe ich die hellere noch mitgenommen. Und da packe ich einfach mal noch einen Pumpstoß mit rein. Ja. Nice. Okay, ich mische mir beide Foundations einmal zusammen. Es ist im Prinzip dieselbe, nur in verschiedenen Farben. Ich schüttel sie auch, dann wird sie ein bisschen dickflüssiger. Sie stand jetzt natürlich auch ein paar Wochen rum und arbeite sie mit dem BH Cosmetics und Bella Brush erstmal ein. Sie meinte, das ist ihre liebste Foundation. Sie ist sehr, sehr leicht. Farbe passt jetzt gerade wirklich perfekt. Sie oxidiert gerade so ein Stückchen, das meinte sie auch, dass man da ein bisschen gucken muss. Ihr seht, ne, so sieht sie recht hell aus und dann passt sie sich so ein bisschen an. Fühlt sich ein bisschen an wie die Trended Up Serum Foundation. Sehr leicht, sehr frisch. Und ich wollte so ein bisschen erzählen über Kiko.
Kiko hatte viele Läden, vor allen Dingen in der klassischen Innenstadt, so wie wir sie vor Corona noch kannten. Ja, also da ist ein Deichmann, da ist ein Teddy, das sind ja in jeder Stadt oder in jeder Kleinstadt auch in so einer Einkaufspassage immer die gleichen Läden. Unter anderem war auch Kiko immer mit dabei. Und ich weiß nicht, ob man da einfach dran vorbeigegangen ist, ob man dann entweder wirklich in die Drogerie geht oder in den High-End-Bereich dann zu Douglas oder zu Sephora geht, weil preislich würde ich Kiko tatsächlich in die Drogerie packen. Also ein Produkt, ein Concealer für 3 €, 4 €, eine Lidschattenpalette für 9 € bis 12 € kriegst du in der Drogerie. Und ich glaube, das ist das Problem von Kiko, dass sie halt einen eigenen Store haben oder hatten. Viele haben leider zugemacht. Aber preislich die Leute nicht so ganz wissen, was ist denn das jetzt? Ist das jetzt ein High-End-Laden, wo man sagt, okay, MAC hat einen eigenen Store? Oder ist das eine günstige Marke? Ich weiß nicht, vielleicht täusche ich mich da auch. Ihr seht, sie oxidiert ein ganz schönes Stück. Ich gehe jetzt nochmal mit einem Beautyblender darüber, aber sie sieht auf der Haut wirklich, wirklich schön aus. Ich hole euch gleich ran. Im Vergleich hier ist das alles so ein bisschen unruhig. Sie ist extrem leicht. Also es ist wie so ein Watertint, so ein sehr flüssiger Effekt auf der Haut, der sich aber gut verblenden lässt. Also im Prinzip bräuchte ich gar nicht mit einem Schwamm rüber zu gehen. Sie gibt gut Farbe ab, gefällt mir First Impression mäßig top. Ich habe euch gleich mal ein Stückchen näher rangezoomt, dass ihr das Ganze sehen könnt. Also ich muss sagen, ich bin begeistert von dem Finish auf der Haut. Das ist sehr schön frisch, sehr leicht auf der Haut. Also man sieht die Foundation eigentlich gar nicht. Ich verstehe, warum das ihre liebste Foundation ist. Ich kann natürlich noch nichts zur Langlebigkeit sagen. Werdet ihr spätestens in einem Monatsfavoritenvideo oder Monatsflop-Video dann sehen. First Impression, wahnsinnig schön. Ich habe verschiedene Concealer mitgebracht. Einmal den Radiance Boost Concealer. Schaut euch bitte diese Verpackung an. Der hat auch ein paar Euro gekostet. Hat einen Primer mit drin für um die Augen. Den werde ich jetzt nicht benutzen. Der kommt halt in so einem klassischen Primer-Ding. Erinnert mich so ein bisschen an diesen Catrice. Liquid Camouflage Eye Primer, den sie auch aus dem Sortiment wieder genommen haben. Aber hier ist ein anderer Concealer mit drin. Ich habe den jetzt in der Farbe 2. Es war so süß, weil sie wirklich wollte, dass die Farben passen. Füßchen ist recht klein. Ich gebe mir erstmal nur hier ein bisschen was hin. Wir probieren erstmal den hier in einer Dünnschicht und dann schauen wir mal, ob wir ihn entweder aufbauen. Denn ich habe auch hier noch diesen kleinen Concealer mitgebracht. Das ist der Skin Tone Concealer. Sie meinte, dort ist die Deckkraft wesentlich heller. Ich habe ihn auch hier in zwei verschiedenen Farben. Ja, einmal in der 4 und der 6. Die 4 ist aber dunkler als die 6. Also, wir gucken mal. Ich nehme meinen Schwamm und blende mir das Ganze aus. Ich finde, dass die Produkte sehr viel Ähnlichkeit mit MAC-Produkten haben. Auch so vom Packaging, vor allen Dingen die Standardverpackung. Und oft ist es so, dass große Marken wie MAC oder Kiko oder Nabla oder was weiß ich, auch in Produktionen produzieren wie Charlotte Tilbury, Natasha Denona und die Produkte meistens sogar gleich sind. Nicht immer, aber oft. Concealer hat eine recht leichte Deckkraft, würde ich sagen. Ich probiere jetzt auf der anderen Seite mal den anderen. Der ist ein bisschen roséstichiger und sie meinte, der hat eine leichtere Deckkraft. Ihr kennt mich, ne? Ich liebe ja Concealer mit viel Deckkraft. Auch der riecht nicht. Fühlt sich halt so ein bisschen Sabrina Rudnick-mäßig an, muss ich sagen, ne? Weil das Packaging halt so günstig ist. Aber wenn ich sage, das Ding hat, nagelt mich nicht drauf fest. Ich werde es nachher sehen, wenn ich das Video bearbeite. 3, 4 € gekostet. Auch schön. Der hält das Ganze nochmal so ein bisschen auf. Deswegen gebe ich mir den hier einfach nochmal rüber und mische einfach so ein bisschen. Ihr kennt mich. Mehr Concealer, mehr Freude im Leben. Ich lasse den kurz ein bisschen antrocknen. Dadurch erhöht sich natürlich die Deckkraft nochmal ungemein. Und möchte weitermachen mit dem Sculpting Touch Creamy Stick Contour. Auch den gab es in vielen Farben. Ich habe den jetzt in der 201 und setze mir den direkt hier hin, um so ein, ja, um eine Kontur zu machen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Contouring mittlerweile wieder viel Puderprodukte beinhaltet und habe mich über diese Cream Sticks gefreut, weil es einfach super, super einfach ist, damit zu arbeiten. Er hat eine sehr, 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 sehr kühle Farbe. Mag ich sehr gerne. Meistens konturiere ich mit dem Charlotte Tilbury Magic Wand. Der ist aber sehr warm und nimmt so ein bisschen den Bronzer schon weg. Der ist extrem kühl. Ihr seht das? Ihr seht das? Ich muss ihn wirklich gut ausblenden. Ich habe ein bisschen zu viel genommen. Ich gehe jetzt einfach nochmal hier mit der Foundation lang. Aber ihr seht sofort, ne, was ich meine. Er hat eine super schöne Kontur gesetzt.
die sehr kühl ist, was eine Kontur sein soll. Blende den Concealer einmal aus. Oh, er trocknet aber schnell an. Aber dafür mache ich die Videos gerne. Ich habe das mit Art Deco gemacht. Ich habe das mit vielen verschiedenen Marken schon gemacht, die eigentlich bekannt sind, die jeder kennt, aber irgendwie auf YouTube zumindest niemand nutzt. Schreibt mir gerne eure Kiko-Favoriten mit in die Kommentare. Dann gehe ich einfach nochmal hin und schaue nochmal. Weil das, was ich jetzt sehe, sieht richtig, richtig schön aus und macht Spaß. Und das liebe ich. Wenn du ein schönes Erlebnis hast, das ist halt das, was du in der Drogerie nicht hast. Du gehst in die Drogerie, du suchst dir die Sachen selber aus. Du hast nicht wirklich eine Beratung beim Make-up. Das ist ja auch nicht das Ziel von einer Drogerie-Make-up-Marke. Bei Kiko, die aber preislich wirklich sehr gut sind und du eine Beratung kriegst, wenn du das möchtest, amazing. Wir setten das Ganze und dafür habe ich ein Foundation Puder mitgenommen. Das ist das Matte Fusion Pressed Powder. Hier sind 12 Gramm mit drin. Packaging kann definitiv mit Tom Ford mithalten. Ist zwar Plastik, fühlt sich aber gut an. Hier ist so ein Schwämmchen mit drin. Weiß ich nicht, ob man das macht. Sie meinte, man braucht davon nicht viel. Deswegen gehe ich jetzt einfach mit einem Pinsel hier rein und sette unter den Augen. Ich finde, dass sich der Concealer selbst gesettet hat. Auch die Foundation. Also ich würde jetzt gar nicht mehr mit viel Puder arbeiten. Ihr seht es, ne? Die Foundation hat so ein schönes Finish. Ich bräuchte nicht mehr den Concealer setten. Das ist so ein Produkt, das kann man auch mal gut... Ist ja Wahnsinn. Seht ihr das? Nee, ihr seht das nicht, ne? Also hier ist so ein bisschen speckig. Und dann gehe ich hier rüber. Und es ist komplett ausgeblurrt. Du siehst keine Poren mehr. Dadurch, dass ich das Puder natürlich auch wirklich in die Haut reinpresse, erhöhe ich natürlich nochmal die Deckkraft der Foundation und des Puders. Kann unter den Augen wirklich aufbauen, um noch mehr Deckkraft zu haben. Schuck, Schuck, tell me, what is this? Wow, ich bin gerade ein bisschen sprachlos, Freunde. Hätte ich ehrlich gesagt nicht mit gedacht. Die Haut fühlt sich an, als hätte ich nichts drauf. Diese Foundation ist vom Finish her, First Impression natürlich, mega, mega schön. Auch mit dem Puder verträgt sie sich gut. Lieben wir, wir schauen weiter. Ich habe nämlich noch ein paar andere Sachen gekauft, weil sie so schön waren. Einmal diesen Lost in Amalfi Baked Blush in der Farbe First Sunrise. Ist so ein Baked Blush, der eigentlich recht hell ist. So ein bisschen rosa, hat auch ein bisschen Reflektion mit drin. Ich habe den gekauft, weil ich dachte, damit kann ich vielleicht unter meinen Augen so ein bisschen Bewegung und ein bisschen Farbe mit reinbringen, weil Orange bzw. Rosa gleicht blau aus. Und ich habe ja sehr blaue Augenringe. Hier ist ein bisschen Glitter mit drin. Das heißt, das Licht wird auch noch mal ein bisschen besser reflektiert. Mag ich sehr gerne. Es gab aber noch diese zwei Paletten. Und ich glaube, die sind gerade aktuell in der neuen LE. Das sind die Sweet Affairs Duo Cocoa Blush. Habe ich einmal in der Farbe Sweet Biscuit und in Ruby Cocoa 1:1 Hourglass. Von der Pressung her sehr, 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 sehr schön und so recht intensiv gepresst, so gebacken. Ich gehe jetzt erstmal hier rein und trage mir das hier auf, so ein bisschen als Contour-Bronzer und gehe dann in diesen Highlighter, der recht grau aussieht, auf der Haut aber ganz, ganz leicht. Also er riecht auch nicht, sieht schön aus. Und hier, na, es sind sehr viele Produkte, aber wir probieren alles. Mische ich einfach beide. Wir haben einmal so einen Highlighter und einmal einen Blush. Und den setze ich mir hier vorne mit hin und habe einfach direkt wieder diese Bewegung im Gesicht. Wow, ich bin schock. Ich habe mir auch noch so Monolidschatten mitgenommen, weil ich sie irgendwie süß fand. Einmal in der Farbe High Pigment 12. Ist so ein Orange mit so einem goldenen Glitzer, fand ich total schön. Und dann noch so ein dunkles Braun habe ich mitgenommen. Vielleicht benutze ich den anderen mal. Und auch diesen Blush, der war reduziert. Das war eine LE. Charming Escape. Wie schön. Also das ist halt das, was mich so schockiert hat. Ne? Diese Liebe zum Detail in dem Produkt selber, weil es sieht gut aus. Abgesehen davon, dass jetzt meine Brust ein bisschen eine andere Farbe hat. Und ich ein bisschen gelblich bin. Es liegt jetzt aber an der Foundation, weil es einfach nicht die richtige Farbe ist. Das Packaging hat Details, es fühlt sich gut an und es war günstig. Wirklich, wirklich günstig. Was habe ich noch? Ich habe ein Augenbrauengel, habe ich schon ein anderes drauf, deswegen benutze ich das jetzt nicht. Aber ein Augenbrauen Mood Boost Eyebrow Duo. Wir haben einmal so einen Liner. Das liebe ich ja über alles.
Der ist recht dick, also ihr könnt damit wirklich wie ein Eyeliner auftragen. Auf der anderen Seite habt ihr einen Augenbrauenpinsel, mit dem man einfach ein bisschen die Augenbrauen auffüllen kann. Mache ich jetzt ehrlich gesagt kaum noch, weil ich ja mittlerweile recht dichte Augenbrauen habe. Ich probiere aber mal. Hier ist recht viel Produkt dran. Das ist ein bisschen ausgelaufen, glaube ich. Hier mir einzelne Härchen. Oh ja, lieben wir. Kommt sehr viel Produkt raus. Man muss ein bisschen vorsichtig sein. Und es macht dann diesen Fluffy Brow Effekt. Das ist tatsächlich der beste von der Menge an Produkt, die da rauskommt, Eyebrow Pen, den ich kenne. Catrice hat einen, der ist auch sehr gut, da kommt aber nicht so viel Produkt mit raus. Und wenn man schon dichte Augenbrauen hat, und das habe ich euch gar nicht erzählt, ne? Ich habe mir meine Augenbrauen gebleached. Ich habe mir einfach, bitte nicht nachmachen, eine Haarfarbe gekauft und habe meine Augenbrauen einfach blondiert. Nicht so lange drin gelassen wie eine Haarfarbe, aber dadurch sind sie heller und ich kann dann mehr Dimension mit Augenbrauenstiften mit reinmalen, sodass ihr am Ende gar keinen Unterschied seht, ich im Real Life aber diese einzelnen Härchen so ein bisschen besser wahrnehmen kann. Ich mag das total gerne, manche finden es ist Quatsch, ich lieb's. Wir haben noch was anderes und zwar diese super, super schöne Lidschattenpalette und auch die ist aus dieser A Holiday Fable Ethereal Eyeshadow Palette. Könnte auch vom Design her so ein bisschen Pat McGrath mäßig sein. Wir haben drei Matte und zwei Schimmertöne. In der Mitte ist so ein Applikator. Brauchen wir nicht. Und wir schminken damit jetzt einfach einen sehr, sehr simplen Look, der aber so ein bisschen luxuriös ist. Und dafür starte ich in diesem Rot. Das Design ist süß. Es ist so ein bisschen unpraktisch, da das Produkt rauszukriegen. Es sieht sehr pigmentiert aus. Ich gebe mir die Farbe einfach mal direkt hier in meine Crease. Sie ist auch ein bisschen kühler als gedacht bzw. erhofft, Pigment ist da. Die Italiener können Pudertexturen. Das ist der Wahnsinn. Und die hatten eine Vielzahl an Produkten. Ne? Also nicht nur an LE, sondern auch an Standardsortiment Lidschatten. Das sind dann vor allen Dingen diese kleinen hier. Pigmentiert. Wahnsinn. Schaut euch das an, wie schnell und einfach ich die Farbe hier auftragen und verblenden konnte. Ich gehe jetzt mit einem sauberen Pinsel einfach nochmal hier oben kurz in das Helle und gehe hier rüber und gleich damit so ein bisschen die Kante hier oben aus. Aber viel muss ich da nicht machen. Also ich könnte jetzt einfach mit diesem Goldton auf mein bewegliches Lid gehen und hätte einen schönen Look. What is this? Wir machen aber den klassischen Maxim Giacomo Look. Es ist kein Look, wenn er nicht am Ende schwarz ist. Ich gehe hier in diesen dunklen Ton. Der fühlt sich sehr cremig an. Auch mit dem Pinsel. Oh Gott. Klopf ab und den platziere ich mir direkt hier hin. Und ihr seht es wahrscheinlich, auf dem Auge ist der zwar nicht ganz so dunkel, aber er sieht so ein bisschen feucht aus. Seht ihr das? Also der ist nicht ganz pudrig, sondern ich will ihn jetzt nicht mit Natasha Denona vergleichen, ne, weil preislich ist es was ganz anderes. Aber vom Finish her sind die Natasha Denona Lidschatten ja auch sehr feucht. Aber einen schönen Ton. Ich gehe mit dem Blendingpinsel hier rauf. Girl. Jetzt möchte ich natürlich diesen goldenen Ton noch mit drauf geben. Auch der fühlt sich extrem foliert an. Und den presse ich hier einfach nur rauf. Ich wollte eigentlich nur so einen leichten Glitter-Effekt haben. Wow. Schaut mal, also ich nehme jetzt den Finger ohne neues Produkt und gebe mir das hier rauf. So wollte ich es eigentlich haben. Nur dieses leichte Glitzer, aber nicht mit Kiko. Ich dachte, das ist halt wirklich wie so ein Schimmerlidschatten. Ja, so. Hier nehme ich es ein bisschen wieder weg. Ich liebe diese Palette. Das ist nicht unbedingt ein Look, wo ich sage, okay, den kann man vielleicht jeden Tag tragen oder den würde ich vielleicht jeden Tag tragen. Aber dadurch, dass das so ein schöner, kühler Look ist, ist der sehr praktisch, muss ich sagen, für alles. Du kannst ja jetzt alles dazu anziehen. Ich überlege, ob ich den unteren Wimpernkranz mache. Eigentlich mag ich das ganz gerne, wenn es nichts drauf hat. Blend es hier noch so ein bisschen höher. Fantastisch. Ich lasse mal den unteren Wimpernkranz heute so und möchte die Mascara benutzen. Und die hatte ich, da habe ich mich riesig gefreut in dem Haul. Das ist die Dolce Vita Twist Brush Waterproof Mascara. Und die ist ganz besonders, denn ihr könnt hier unten einfach, ich habe euch eine Nahaufnahme gemacht, ich weiß nicht, ob man es da so sieht, das Bürstchen drehen und dann dreht sich das in sich zusammen. Ich probiere es jetzt erstmal so, curle einmal meine Lashes, macht sehr schöne Wimpern. Auf der anderen Seite drehe ich das Bürstchen einmal in sich ein und dann ist es halt so komplett gezwirbelt.
Es macht auch schöne Wimpern. Trennt die ein bisschen besser, würde ich sagen. Aber sehe ich jetzt nicht so einen krassen Unterschied. Wir haben noch was für die Lippen. Ich glaube, einen Lip-Liner habe ich vergessen. Egal, wir machen eine Nude-Lippe heute. Ich nehme einfach einen Lip-Liner von mir jetzt hier mal. Die hat so einen Ton, der ist ähnlich wie mein Augen-Make-up. Und dann habe ich mir von Kiko einen Lippenstift mitgenommen. Auch aus dieser super süßen LE. Die Farbe Charming Escape 02. Das ist ein sehr, 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 sehr kühler, fast schon grauer Nude-Ton. Und das Pressing da drin, beziehungsweise wie es geschnitzt ist, ultra schön. Er fühlt sich recht hart an, aber er schmilzt gut. Gut Farbe ab, schöner Nude-Ton. Wer auf so einem kühlen Nude-Ton steht, passt halt zu diesem Augenlook, glaube ich, ganz gut gerade. Allein das Packaging, ne? Das ist so ein Lippenstift, das stellt man sich hin, das ist schön. Benutzt man es? Weiß ich nicht. Ich möchte noch einen Gloss benutzen, auch der ist aus dieser Reihe. Das ist der Charming Escape Crystal Glass Lip Gloss in der Farbe 01. Packaging Hourglass oder Pat McGrath, ne? Hartes Plastik, sehr, sehr hochwertig verpackt, 3 Euro. Hat einen sehr kühlen Schimmer mit drin. Boah, das ist ein Glas. Sieht so ein bisschen aus wie Jeffree Star und Shane Dawson. Das ist ein Full-Face Kiko. Ich lieb's. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Es hat sich definitiv gelohnt. Große Empfehlung. Vielleicht geht ihr beim nächsten Bummel einmal in die Stadt und schaut bei Kiko vorbei. Sehr, sehr schön. Ich werde auf jeden Fall weitere Videos zu Kiko machen, wenn ihr darauf Lust habt. Und ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss!